In dem Video über die Grenzen endlicher Automaten haben wir gesehen, dass endliche Automaten nicht beliebig hoch zählen können. Diese Idee werden wir jetzt benutzen, um das sogenannte Pumping Lemma herzuleiten und zu beweisen. Und das Pumping Lemma ist quasi die Methode, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Es handelt sich dabei um eine Eigenschaft, die alle regulären Sprachen haben. Und wenn man zeigen kann, dass eine Sprache diese Eigenschaft nicht hat, dann kann man daraus folgern, dass die Sprache nicht regulär sein kann. In dem Beispiel mit dem Kaffeeautomaten hatten wir gesehen, dass endliche Automaten nicht beliebig hoch zählen können. Das heißt, egal wie viele Zustände man diesen endlichen Automaten gibt, irgendwann, wenn die Eingabe nur lang genug ist, wenn man nur genügend Münzen eingeworfen hat, hat man die maximale Zustandsanzahl ausgereizt und ab dann kann der endliche Automat sich die Unterschiede nicht mehr merken. Und das passiert immer dann, wenn die Eingabe auf jeden Fall größer ist als die Anzahl der Zustände. Deswegen betrachten wir einmal hier in diesem Beispiel einen Automaten mit 6 Zuständen und wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir da eine Eingabe haben, die zwar in der Sprache liegt, die also akzeptiert werden muss, aber mehr Zeichen hat oder genauso viele Zeichen hat, wie die Zustandszahl des Automaten groß ist. Für das Wort hier, was hier angegeben ist, 2 A's, 3 B's, 1 A, konstruieren wir einfach mal einen Lauf und gucken, wie der aussieht. Also wir starten natürlich im Startzustand, dann lesen wir das erste A, wechseln Zustand, lesen noch ein A, kommen in Zustand Q2, von da aus geht es zu Q3 mit dem B, weiter mit dem B zu Q4 und dann mit dem dritten B wieder zurück zu Q2 und an der Stelle stellen wir fest, dass wir einen Zustand doppelt in unserem Lauf haben und zwar spätestens nach P-Zeichen. Der Grund ist, dass wenn wir P-Zeichen eingelesen haben, dann enthält unser Lauf, den wir gerade angucken, bereits P plus 1 Zustände. Unter diesen P plus 1 Zuständen muss dann aber mindestens ein Zustand doppelt vorkommen. Sieht man auch hier in dem Beispiel, da haben wir 5 Zeichen gelesen, der Lauf hat aber schon 6 Zeichen und bei den 6 Zeichen ist bereits ein Doppelter dabei. Das hätte jetzt an der Stelle noch nicht sein müssen, das hätte auch erst später kommen müssen, aber irgendwann muss es dann mal sein. Und mit dem letzten Zeichen, mit dem letzten A, da gehen wir dann in den Zustand QF über. Wir können jetzt unser Wort, was wir abgearbeitet haben, in 3 Teile zerlegen. Den ersten Teil, den nennen wir U, das ist das Teilwort, was uns vom Startzustand aus zum doppelt vorkommenden Zustand Q2 bringt. Ein zweiter Teil ist der Zyklus, der Teil des Wortes, der uns durch den Zyklus vom doppelten Zustand Q2 zu sich selber zurückbringt. Und der dritte Teil ist schließlich der Teil, der uns von dem doppelt vorkommenden Zustand Q2 in den akzeptierenden Zustand QF bringt. Da der doppelt vorkommende Zustand spätestens nach P-Zeichen passieren muss, weil ja bei den ersten P-Zeichen bereits P plus 1 Zustände in dem Lauf vorkommen, deswegen wissen wir, dass das Teilwort UV, also die ersten beiden Stücke, vom Start zum doppelten Zustand und vom doppelten Zustand zu sich selber wieder, dass das kleiner gleich von der Länge her ist als die Anzahl der Zustände P. In diesem Fall könnten wir uns dann aber auch entscheiden, diesen Zyklus gar nicht zu durchlaufen und dann das Wort UW zu akzeptieren ohne den Zyklus. Und das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn wir den Zyklus doppelt durchlaufen, das wäre auch eine Möglichkeit. Also wir können zuerst einmal von Q0 bis Q2 laufen mit dem Wort U, dann einmal den Zyklus durchlaufen und wieder bei Q2 rauskommen und dann nochmal den Zyklus mit V durchlaufen und wieder bei Q2 landen und uns danach erst entscheiden, in den Endzustand mit W überzugehen. Und auf diese Weise könnten wir dann zum Beispiel UV2W akzeptieren, also V zweimal. Das geht natürlich auch mit V3mal, V4mal und V5mal und so weiter, also beliebig oft. Und mit dieser Idee kommen wir dann auch gleich zum sogenannten Pumping Lemma. Wir geben zuerst das Lemma an und machen danach den Beweis. Das Pumping Lemma sagt, wenn wir eine reguläre Sprache L haben, dann gibt es eine natürliche Zahl P, kommt eben von der Anzahl der Zustände her, sodass jedes Wort Z, was in der Sprache liegt, also was der Automat akzeptieren würde, mit der Länge, mit der Eigenschaft, dass die Länge von Z größer gleich P ist, was also eine Länge hat, die größer oder gleich der Anzahl der Zustände ist, dass man das dann zerlegen kann in 3 Teile UVW, mit der Eigenschaft, dass V nicht das leere Wort ist, also die Länge von V muss größer gleich 1 sein. UV, also die Länge von UV, das Anfangsstück also, muss kleiner gleich P sein. Und für alle I aus N inklusive der 0 kann ich das V entweder auf- oder abpumpen. Das heißt,
nicht, also ich kann das V rausnehmen oder aber beliebig oft einfügen. Das heißt, UV hoch IW muss jeweils in der Sprache sein, muss einen akzeptierenden Lauf haben. Und das ist eine Eigenschaft, die alle regulären Sprachen haben müssen, weil alle regulären Sprachen eben einen endlichen Automaten haben, der sie akzeptiert. Die Umkehrung gilt nicht. Es gibt Sprachen, die nicht regulär sind, die aber trotzdem diese Aufpumpeigenschaft haben. Gucken wir jetzt einmal den Beweis des Pumping-Lemmas an. Die Beweisidee haben wir bereits in dem Anfangsbeispiel gesehen. Wir verallgemeinern das jetzt einfach und wir nehmen einfach mal an, dass L regulär ist. Und wenn L regulär ist, dann gibt es einen Automaten, der L akzeptiert, einen endlichen Automaten. Hierbei spielt es eigentlich keine Rolle, ob der ein Näher oder ein Dea ist. Dieser Automat hat auf jeden Fall eine endliche Anzahl P an Zuständen. Und dann gilt, wenn wir ein Wort nehmen, dass dieser Automat dieses Wort akzeptieren muss. Also wenn ich so ein Wort Z aus L habe, dann muss es einen akzeptierenden Lauf geben, der mich irgendwie von Q0 mit dem Wort Z in einen Endzustand QF führt. Einen akzeptierenden Zustand. Mit dem Argument, was wir vorher gesehen haben, gilt dann aber auch, dass wenn Z eine Länge größer gleich P hat, dann muss dabei ein Zustand QX doppelt vorkommen in diesem akzeptierenden Lauf. Und dieser doppelt vorkommende Zustand QX, der muss nach spätestens P-Zeichen doppelt vorkommen, weil bei der Akzeptanz der ersten P-Zeichen, also wenn diese ersten P-Zeichen in dem Lauf abarbeitet, dann stehen in dem Lauf ja schon P plus 1 Zustände, weil in dem Lauf immer ein Zustand mehr drin steht, als wir Zeichen gelesen haben. Und wir haben also dann bei der Abarbeitung von P-Zeichen schon P plus 1 Zustände im Lauf. Der Automat selber hat aber nur P-Zustände. Das bedeutet, unter diesen P plus 1 Zuständen muss einer doppelt vorkommen. Und das muss eben irgendeiner sein und den nennen wir einfach mal QX. Der kann auch direkt am Anfang sein, das kann auch direkt am Ende sein, weiß man nicht. Wenn es diesen doppelten Zustand gibt, QX, dann wissen wir, dass wir das Wort in drei Teile aufteilen können. Und zwar einen Teil U, der uns zu diesem doppelten Zustand führt, von Q0 aus. Dann einen Teil V, der uns von dem doppelt vorkommenden Zustand zu dem doppelten vorkommenden Zustand führt. Und einen Teil W, der uns danach in einen akzeptierenden Zustand QF bringt. Wir haben also eine Zerlegung in drei Teile, wobei der erste Teil sagt, dass V nicht das leere Wort ist, weil QX soll ja doppelt vorkommen. Das heißt, zwischen dem ersten und dem zweiten Vorkommen von QX muss wirklich was passieren, da muss wirklich ein Buchstabe stehen. Deswegen kann V nicht das leere Wort sein. Wir wissen außerdem, dass die Länge von UV kleiner gleich P ist. Das haben wir eben hergeleitet. Das ist die zweite Eigenschaft. Und als dritte Eigenschaft folgt dann daraus, dass wir so einen Zyklus haben. Das heißt, wir kommen von Q0 nach QX mit U, dann von QX mit V wieder zurück zu QX und dann von QX mit W in den akzeptierten Zustand QF. Und diesen Zyklus, der eben mit V durchlaufen wird, den kann man dann auch weglassen oder aber mehrfach durchlaufen, je nachdem, wie man möchte. Und das bedeutet, dass wenn ich den weglasse, auch das Wort UV hoch 0W in der Sprache ist, oder wenn ich ihn mehrfach durchlaufe, auch UV Quadrat W, UV hoch 3W, UV hoch 4W und so weiter. Die müssen alle in der Sprache sein, weil es für die alle dann einen akzeptierenden Lauf gibt, dadurch, dass ich einfach mehrfach durch diesen Zyklus durchlaufe. Und das schließt den Beweis dann ab.